Hier in Düsseldorf. Der Podcast der Landeshauptstadt. Mit Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast hier in Düsseldorf. Diese Folge steht ganz im Zeichen eines Festes, das in dieser Form in Deutschland einzigartig ist. Unser Japantag. Wir freuen uns natürlich sehr, dass das große Kultur- und Begegnungsfest nach den pandemiebedingten Absagen 2020 und 2021 wieder stattfinden kann. Auf Besucherinnen und Besucher wartet entlang der Rheinuferpromenade ein spannendes Angebot aus traditioneller japanischer Kultur sowie moderner japanischer Popkultur. Bevor wir weiter darüber sprechen, nun zunächst ein paar Worte an die japanischsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer. 親愛なるリスナーの皆様、私たちのポッドキャスト、ヒア・イン・デュッセルドルフ、新しいエピソードをお聞きいただき、ありがとうございます。このエピソードでは、デュッセルドルフと日本の特別なつながりについてお話しいたします。私たちの街は、日本との長い友情をとても誇りに思っています。日本企業、日本文化、 友好的な協力は長年にわたりデュッセルドルフを豊かにしてきました。デュッセルドルフと日本を結ぶ特別な友情は、今年も5月21日に開催される日本デーにおいても感じ取っていただけると思います。どうぞお誘い合わせの上、日本デーにお越しください。皆様のお越しを楽しみにいたしております。そして皆様が日本デーで素晴らしいお時間を過ごせますよう、 In dieser Folge unseres Podcasts geht es um das japanische Leben in unserer Stadt. Der Japantag ist natürlich ein besonders auffälliger und bunter Ausdruck der großen Freundschaft zwischen Japan und Düsseldorf. Aber auch an den anderen 364 Tagen im Jahr findet hier bei uns ganz normales, alltägliches japanisches Leben statt. Also man kann ja auch hier voll gut japanisch essen gehen. Und die Immermannstraße hat ja jetzt auch so mit japanischen Zeichen die Straßenschilder. Also es gibt ja das Viertel, Little Tokyo, das kennt man ja. Es gibt ja auch einen Tempel. Viele Läden auch. Es gibt ja auch zum Beispiel Supermärkte. Die haben ziemlich geile Sachen. Wir lernen auch Japanisch in der Schule. Ich finde das immer schön, wenn so die Städte offen sind für andere Länder. Ich finde, wenn man einen Einblick in andere Kulturen bekommt, hat man generell eine weitere Bandbreite an Meinungen. Dass man von allem etwas hat, nicht nur jetzt Japanisch, sondern auch mehrere Kulturen. Als Deutscher kann man dann halt auch mehr die japanische Kultur erleben. Man kann auch voneinander lernen, das ist ganz wichtig. Der Podcast der Landeshauptstadt mit Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Ich freue mich sehr darüber, dass wir für diese Folge von Hier in Düsseldorf viele japanische Stimmen gewinnen konnten. Unter anderem berichten später noch Japanerinnen und Japaner, die schon sehr lange oder auch erst ganz kurz in Düsseldorf leben, von ihren Erfahrungen. Und ich freue mich, dass auch der japanische Generalkonsul in Düsseldorf, Herr Iwama, von seinen eigenen Erfahrungen als Japaner in Düsseldorf erzählt. Ich spüre jeden Tag, dass man Japan respektiert. Diese Gemütlichkeit und diesen Wohlfühlfaktor, der sich Japanern hier bietet, schätze ich sehr am Rheinland. Seit Anfang 2020 ist Kiminori Iwama als japanischer Generalkonsul in Düsseldorf im Amt und er fühlt sich hier sehr wohl. Also, dass es in dieser Region eine solche Geschichte der langjährigen Freundschaft gibt und diese Stadt als japanfreundlichster Ort in ganzen Deutschland gilt, ist ein großer Vorteil für die japanischen Bewohner hier in dieser Gegend. Dabei hatte Generalkonsul Iwama keinen leichten Start. Kurz nach seinem Amtsantritt brach die Corona-Pandemie aus und erschwerte seine Arbeit. Der Japantag fiel 2020 und auch 2021 aus. Ich war ehrlich gesagt schon ein wenig frustriert, dass ich der einzige Generalkonsul im 21. Jahrhundert sein könnte, der den Japantag nicht miterlebt. Und endlich kann ich aber an diesen großen Ereignissen dabei sein. Und ich freue mich, endlich den Japantag live zu erleben. Auch das Büro für internationale und europäische Angelegenheiten der Landeshauptstadt Düsseldorf freut sich, dass der Japantag in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Und dass dafür sogar eine Delegation aus der Präfektur Chiba nach Düsseldorf kommt. Die Präfektur wird einen Stand haben auf dem Japantag, was uns sehr freut. Dort stellen, das ist auch
eigentlich Usus. Die stellen dort die Präfektur vor, auch als Reiseziel. Sagt Theresa Reimann vom Büro für internationale und europäische Angelegenheiten. Seit mittlerweile 18 Jahren besteht die Freundschaft zu Chiba. Seit dem Japan-Tag 2019 pflegt Düsseldorf eine offizielle Städtepartnerschaft mit der Präfektur. Im Mittelpunkt steht der Austausch in den Bereichen Schule, Sport und Kultur. Wir haben auch einen Austausch speziell im Bereich Fußball. Die Fortuna Düsseldorf hat ein Japan Desk und da gibt es auch eine Highschool in der Präfektur Chiba, die sehr auf Fußballförderung fokussiert ist und auch die Jugendlichen kommen zu uns, trainieren mit der Jugend der Fortuna. Und auch die Verwaltungen tauschen sich aus. Düsseldorf kann viel von Chiba lernen, sagt Theresa Reimann. Im Katastrophenschutz beispielsweise ist Japan natürlich auch ganz vorne. Und auch da gab es schon Austausch in der Vergangenheit, wo wir mal Kollegen nach Japan geschickt haben oder beziehungsweise Kollegen aus Japan hier waren. Also man hat dann immer mal punktuell Themen, wo man sich jetzt vielleicht überlegt, da könnte ich mal die Kollegen in Japan ansprechen. Schön also, dass es nun auch wieder einen persönlichen Austausch im Rahmen des Japan-Tages geben wird. Für Theresa Reimann ist dieser Tag immer ein Highlight. Erstens freue ich mich wirklich immer, die Gäste aus Japan begrüßen zu dürfen, die ja wirklich den weiten Weg auf sich nehmen. Und das gibt einem halt auch immer ein gutes Gefühl, dass der Japan-Tag halt auch so eine Strahlkraft hat. Hier in Düsseldorf. Die gemeinsame Geschichte von Düsseldorf und Japan reicht weit in die Vergangenheit zurück. Bereits 1975 wurde der japanische Garten mit dem Eco-Haus im Nordpark eröffnet. Mittlerweile leben hier Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, deren Eltern oder sogar Großeltern bereits vor vielen Jahren von Japan zu uns kamen. Aber natürlich gibt es auch Japanerinnen und Japaner, die noch ganz neu in der Stadt sind und die nochmal einen ganz anderen Blick auf Düsseldorf haben. Guten Tag, mein Name ist Julia Takagi. Ich bin die Geschäftsführerin der japanischen Buchhandlung Takagi Books and More auf der Immermannstraße. Freut mich, mein Name ist Yoshihiro Matsuzawa. Mein Name ist Yoshihiro Masuzawa. Ich bin Beamter aus der Präfektur Chiba und lebe und arbeite aktuell im Auftrag der japanischen Handelsorganisation JETRO in Düsseldorf. Yuri Takagi und Yoshihiro Masuzawa haben sehr unterschiedliche Geschichten. Die eine ist als Tochter japanischer Eltern in Düsseldorf geboren, der andere lebt erst ganz kurz hier in der Stadt. Was mir besonders gefällt, ist die Verschmelzung der Düsseldorfer Kultur und der japanischen Kultur. Ich schaue mir gerne Fußballspiele an und würde sehr gerne mal ein Spiel von Fortuna Düsseldorf sehen. Düsseldorf ist insgesamt sehr japanfreundlich. Ich denke, es ist die beste Stadt, in der man als Japaner leben kann. Die Eltern von Yuri Takagi kamen Anfang der 60er Jahre nach Deutschland, als sie für ein japanisches Kurierunternehmen gearbeitet haben. Little Tokyo mit vielen japanischen Geschäften, wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. Ich weiß, dass meine Eltern erzählt haben, dass sie sich zu Silvester oder zu Neujahr hin es sich einmal im Jahr gegönnt haben, dann halt über den Kurierdienst einen Chinakohl zu importieren, der dann in feuchten Zeitungspapier eingewickelt gewesen ist, um ein bisschen Heimat zu genießen. Jetzt kann man überall stilles Wasser kaufen. Das Wasser gibt es in Medium und in Klassik, das Sprudelwasser. Es gab früher aber nur das klassische Sprudelwasser, sodass viele Japaner halt auch wirklich Probleme hatten, dieses Sprudelwasser zu trinken, weil es dieses Prickeln, das gibt es in japanischen Getränken nicht in dieser Stärke. Für Yoshihiro Masuzawa sind die Bedingungen heute ganz anders als für die Eltern von Yuri Takagi damals. Er findet hier in Düsseldorf eine komplette japanische Infrastruktur vor. Trotzdem ist in Düsseldorf auch für ihn immer noch vieles neu und anders. Mittlerweile hat er sich ganz gut eingewöhnt und bereits viel Schönes in Düsseldorf erlebt. Was mir am besten gefällt, ist es, am Rhein entlang zu joggen. Außerdem finde ich es toll, dass Düsseldorf so grün ist. Und ein Highlight für mich war die letzte Weihnachtssaison. Da habe ich einen echten deutschen Weihnachtsmarkt erleben können. Düsseldorf macht es Japanerinnen und Japanern heutzutage zum Glück relativ leicht, sich einzugewöhnen, findet Yuri Takagi. Wir sind in Düsseldorf wirklich sehr, sehr verwöhnt in Bezug auf Japan, weil wir haben japanische Ärzte, wir haben die japanische
Schule, wir haben den japanischen Club. Und sie hört auch immer wieder von Besuchern aus Japan, die ganz begeistert von der Stadt sind. Die Japaner gehen auch gerne in die Brauhäuser, genießen das Altbier, genießen die Rheinuferpromenade. Yuri Takagi und Yoshihiro Masuzawa, zwei sehr unterschiedliche Beispiele für das japanische Leben in Düsseldorf. Beide freuen sich jetzt sehr auf den Japan-Tag. Das Feuerwerk, also da freue ich mich jedes Jahr immer drauf. Und wenn ich den Goldregen gesehen habe, dann bin ich immer sehr glücklich. Bis zum Japan-Tag. Hier in Düsseldorf. Der Podcast der Landeshauptstadt. Ich finde es schön zu hören, dass es gerade die Unterschiede sind, die unser gemeinsames Leben bereichern und die auch mal zu kleinen Überraschungen im Alltag führen. Die japanische Kultur übt auf viele Menschen, gerade in Europa und Deutschland, eine ganz besondere Faszination aus. Eben weil vieles so anders und so ungewohnt ist, macht es uns neugierig. Dass Düsseldorf den Japan-Tag, japanische Geschäfte, Einrichtungen und Restaurants zu bieten hat, ist deswegen auch ein großer touristischer Gewinn für die Stadt. Und die mehr als 400 japanischen Unternehmen in Düsseldorf sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wer sich für japanische Kultur interessiert, bekommt in Düsseldorf einiges geboten. Und das nicht nur am Japan-Tag. Weil wir mit Little Tokyo ein ganz besonderes Viertel und ein ganz besonderes Angebot in Düsseldorf haben, was es in dieser Form europaweit unseres Erachtens nicht gibt. Und damit sprechen wir natürlich Zielgruppen an, Familien, junge Leute, unterschiedlichster Couleur, die Japan im Kleinen Rahmen entdecken wollen, erklärt der Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus, Ole Friedrich. Neben Little Tokyo gibt es aber noch mehr in Düsseldorf zu entdecken. Für mich ist der japanische Garten im Nordpark etwas, was ganz besonders hervorsticht, weil es eben das Besondere der japanischen Gartenkunst darstellt. Ein Ort ist, in dem man, auch wenn man schon oft da gewesen ist, gefühlt immer wieder etwas Neues entdeckt. Seit 2002 ist der Japan-Tag mit über 600.000 Gästen das Highlight des deutsch-japanischen Austauschs in Düsseldorf und das größte japanische Kulturfest außerhalb Japans. Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen findet der Japan-Tag in diesem Jahr endlich wieder statt. Eine meiner Lieblingsattraktionen sind die Taiko-Kids, die Trommler. Das ist immer sehr beeindruckend. Es gibt viele Zelte, in denen Attraktionen vorgestellt werden, wie Origami basteln oder Kimono anziehen. Fester Bestandteil des Japan-Tages ist der Wirtschaftstag, bei dem sich Branchenvertreter aus Japan und Deutschland zum Austausch treffen. Wenn man allein die nackte Zahl von rund 400 japanischen Unternehmen hier am Standort nimmt, ist das ja schon sehr beeindruckend. Dementsprechend sind japanische Unternehmer mit oder gehören zu den größten Arbeitgebern am Standort, Investoren und natürlich auch zu den größeren Steuerzahlern. Sagt Benjamin Leonhardt vom Japan-Desk der Düsseldorfer Wirtschaftsförderung. Japanische Unternehmen schätzen den Standort Düsseldorf, unter anderem wegen des innerstädtischen Flughafens, wegen der Messe und wegen der guten Anbindung an die Rhein-Ruhr-Region. Zu diesen generellen Standortvorteilen oder Standortfaktoren kommen dann eben die japanspezifischen Faktoren hinzu. Also diese über Jahrzehnte gewachsene Infrastruktur, die von Gastronomie über Einzelhandel bis zu den Dienstleistern reicht, die ist dann natürlich gerade auch neuen Unternehmen leicht macht, hier Fuß zu fassen. In den 50er Jahren haben sich die ersten japanischen Unternehmen in Düsseldorf angesiedelt. Damals hatte Düsseldorf auch den Ruf, Schreibtisch des Ruhrgebiets zu sein. Und der wurde dann dementsprechend von den japanischen Handelshäusern sehr intensiv genutzt. Der Japan-Desk der Wirtschaftsförderung unterstützt japanische Unternehmen, die sich für den Standort Düsseldorf entscheiden. Beide Seiten, die deutsche und die japanische, können viel voneinander lernen, findet Benjamin Leonhardt. Wenn ich mir ein Ideal rauspicken dürfte, dann wäre das eine gesunde Mischung aus deutscher Effizienz und japanischer Serviceorientierung. Das wäre tatsächlich etwas, was vielleicht beide Seiten voneinander lernen können. Mehr Informationen rund um japanische Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Unternehmen in Düsseldorf gibt es auf unserer Homepage www.düsseldorf.de. Die besondere Verbindung zwischen Japan und Düsseldorf ist der beste Beweis dafür, wie wertvoll und bereichernd der Austausch mit anderen Kulturen sein kann. Das Motto des diesjährigen Japan-Tages lautet übrigens: Miteinander für Frieden und Freundschaft. Ich glaube, diese Botschaft gewinnt gerade in diesen Tagen noch einmal sehr deutlich an Bedeutung.
Wir sind nun am Ende dieser Folge angelangt und ich hoffe, Sie haben vielleicht das ein oder andere Neue über die japanische Gemeinde in Düsseldorf erfahren. Und natürlich hoffe ich, dass Sie als Besucherinnen und Besucher eine tolle Zeit am diesjährigen Japantag haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Keller. Hier in Düsseldorf, der Podcast der Landeshauptstadt mit Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller.